Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, heiße Sie und euch herzlich willkommen zur frühmorgendlichen Pressekonferenz heute hier um 9 Uhr im Presseraum der Wendler Arena. Wir haben eine besondere Heimpremiere vor Augen. Am Montag um 20.30 Uhr zu einer für uns vergleichsweise ungewöhnlichen Uhrzeit treffen wir hier auf den Hamburger SV. Das zweite Spiel in dieser Saison, was dann auch aufgrund der Uhrzeit besondere Rahmenbedingungen mit sich bringt, zu denen wir im zweiten Teil der Pressekonferenz kommen. Jetzt aber erstmal zum Wichtigsten, nämlich zu den Dingen auf dem Platz. Bitte, Steffen, deine Vorschau. Ja, guten Morgen erstmal. Ja, zu den wichtigen Dingen. Freddy Anou ist noch angeschlagen. Er geht heute das erste Mal auf den Platz, wo wir gucken müssen mit seinem Fuß, wie weit das aussieht. Dann Sven Michel und Christian Strodig haben die Woche noch nicht trainiert, weil sie eine leichte Erkältung hatten. Da gehen wir davon aus, dass sie auch heute wieder dann mit Laufarbeit beginnen werden, sodass sie morgen, übermorgen dementsprechend im Training sein werden, also auch genug Zeit haben, dann zum Spiel dabei zu sein. Das Aufbautraining von Streli Mamba läuft gut. Er ist im Laufen, im Joggen, im Aquajogging drin, sodass wir ihn dann dementsprechend auch so schnell wie möglich dann in die Mannschaft integrieren wollen. Das sind erstmal die Sachen, die wichtig sind. Yannick Huth, seine Genesung mit der Hand geht voran, sodass wir hoffen, dass er zwar jetzt nicht in der nächsten Zeit im Tor steht, aber dann auch wieder zur Mannschaft dazukommt, dementsprechend auch wieder ins Training einsteigen wird. Das sind erstmal das, was die Verletzten angeht. Wir haben das Spiel aufgearbeitet gegen Kiel, wo wir natürlich auch nicht nur vom Ergebnis, sondern auch von der Leistung eine gewisse Unzufriedenheit hatten, weil vieles von dem, was wir uns was wir umsetzen wollten, einfach nicht so gewesen ist, wie wir uns das vorgestellt haben, gerade im Spiel nach vorne. Da gilt es auch dann gegen den HSV genau diese Sachen anzusetzen, dass unser Spiel nach vorne, Spiel im letzten Drittel, einfach nicht nur effektiver wird, sondern klarer wird, deutlicher wird, dass wir uns Torchancen erarbeiten, weil das wird die Hauptaufgabe sein, wenn du Spiele gewinnen willst. Und dementsprechend sind wir auch ins Training gegangen. Mit dem HSV kommt eine Mannschaft auf uns zu, die für mich zu den Top-Favoriten der Liga gehört. Eine sehr, sehr gute Mannschaft, die jetzt zwar 2 Jahre es nicht geschafft haben, die Ziele zu erreichen, aber wenn man die Mannschaft sich anguckt, wie sie sich auch verstärkt haben, ich nehme jetzt nur mal Klaus Schasula und Simon Terodde raus, dann sehen wir, wo der Weg hingehen soll und dementsprechend wird das für uns natürlich auch ein Spiel, was natürlich auch schwer ist, was klar ist, aber für uns geht es darum, dass wir das Spiel gewinnen wollen und das muss zu sehen sein. In vielen Situationen in Kiel war es so, dass ich fand, dass die Mannschaft gerade, was das Gegenpressing angeht, das gut gemacht hat. Aber um ein Spiel zu gewinnen, gehört einfach mehr. Und das müssen wir gegen HSV sehen. Das müssen wir zeigen und das wollen wir auch zeigen. Und ich freue mich auf das Spiel gegen eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und darauf kommt es an. Und das Wichtigste wird sein, klar zu sein, deutlich zu zeigen, dass wir hier zu Hause sind. Wir wollen gewinnen. Wir wollen zeigen, dass wir gewinnen können. Das wird für uns wichtig sein, und um dann wirklich unseren Weg gehen zu können. Dankeschön. Ja, Steffen, vielen Dank. Ich gucke mal gerade hier auf den Live-Chat und die eingehenden Fragen. Da ist noch gar nichts. Ich weiß aber, dass Journalisten sich eingewählt haben. Also insofern schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Kommen wir doch vielleicht gleich zu den Dingen rund um das Spiel vielleicht. Wir können die Fragerunde dann ja auch anschließen. Martin, bitte deine Information. Ja, vielen Dank, Matthias. Ich hatte es letzte Woche ja schon gesagt und du hattest es eben auch gesagt, dass es ja durch die 20.30 Uhr Anstoßzeit ein besonderes Spiel ist, das auch nach 22 Uhr endet, sodass wir nur mit einer sehr übersichtlichen Anzahl an Hospitality-Gästen starten werden, diese Runde, diese Heimspielrunde. Wir werden da auch testen, wie die Abläufe in den neuen VIP-Bereichen, aber auch in den alten VIP-Bereichen, auch aus Sicht des Gesundheitsamtes hier im Stadion durchführbar sind, um dann beim Spiel gegen Hannover die 20% dann auch im gesamten Stadion ausnutzen zu können. Wir werden am Dienstag und am Mittwoch nach dem Spiel uns die Ergebnisse des Tests anschauen, um dann diejenigen zu informieren, die dann ein Vorkaufsrecht auf Karten beim Hannover-Spiel haben. Das werden die Dauerkarteninhaber sein und wir werden sie auch direkt anschreiben bzw. auch medial diese Informationen veröffentlichen. Vielen Dank, Matthias. Ja, Martin, auch von meiner Seite vielen Dank. Wir haben jetzt auch die ersten Fragen, sodass wir, Steffen, bitte gerne wieder in den sportlichen Teil zurückgehen können. Selbstverständlich können auch zum organisatorischen Teil weiter Fragen gestellt werden.
Peter Klute vom Westfalenblatt macht den Anfang. Hallo Herr Baumgart, wie sehr zehrt die Negativserie von 16 Spielen ohne Sieg an Ihnen? Und haben Sie in Anbetracht der nachfolgenden Aufgaben Sorge vor einem ordentlichen Fehlstart? Hallo, ja, Herr Klute, nein. Sorge vor dem Fehlstart, die sollte man nicht haben, weil erstens sind das alles schwierige Aufgaben und danach kommen weitere schwierige Aufgaben. Wir jetzt aber nicht rechnen, dass wir jetzt hier mit einer Niederlage nach der nächsten loslaufen. Ich glaube, das ist auch nicht unser Anspruch. Unser Anspruch ist, Spiele gewinnen zu wollen und zu müssen. Und das wollen wir zeigen und gerade auch zu Hause. Wir waren über einen langen Zeitraum, auch wenn das für viele von den Ergebnissen ja nicht so war, immer eine Mannschaft, die sehr, sehr gut zu Hause gespielt hat, die klar gespielt hat und die eine Idee vom Fußball hatte. Und das wollen wir zeigen. Und das war in Kiel eben nicht der Fall. Und 16 Spiele in Folge ist das, was Sie zählen. Ich zähle den Saisonstart. Saisonstart war DFB-Pokal gewonnen in Wiedenbrück. Natürlich ein unterklassiger Gegner, wo wir aber nicht unzufrieden mit der Leistung waren. Und dann ein nicht so gutes Spiel in Kiel. Und das zählt. Und wir sind mit einer Niederlage gestartet. Das ist das, was mich ärgert. Die Niederlage selbst ärgert mich nicht, sondern dass wir Sachen nicht umgesetzt haben, so wie wir sie können, so wie wir sie auch tagtäglich auch im Training sehen. Und das ist dann ärgerlich, wenn es dann darauf ankommt und du das nicht zeigst. Wir gehen davon aus, dass der HSV keine Mannschaft ist, wo wir hier auftreten werden oder wo man davon ausgehen muss, dass man gewinnen kann, gewinnen sollte, sondern wir wollen gewinnen und wir wollen das zeigen. Und das muss unsere Aufgabe sein. Und deswegen freue ich mich auf die Aufgabe. Und deswegen rechne ich nicht in der Vergangenheit mit 16 Spielen. Ja, auch ich weiß, dass Freiburg das letzte Spiel war, was wir gewonnen haben. Und trotzdem sind wir uns sicher, dass wir mit dem, was wir zeigen, mit dem Fußball, den wir zeigen können, erfolgreich sein können. Und das müssen wir zeigen, das wollen wir zeigen. Und dann hoffe ich auf ein sehr, sehr gutes Ergebnis gegen den HSV. Ja, Steffen, vielen Dank. Jetzt füllt sich auch die Frageliste hier. Es geht weiter mit Personalien. Zunächst Frank Beinecke, Neue Westfälische. Welchen Eindruck hat Julian Justwan bislang gemacht und hat er Chancen auf einen Startelf-Einsatz? Julian macht es immer besser. Julian kommt immer mehr dahin, wie wir uns das vorstellen. Ich finde, das sollten wir auch immer berücksichtigen. Es ist ein Spieler, der neu gekommen ist, der sich dann dementsprechend auch reinarbeiten muss, der im Training zeigen muss, dass er in diese Mannschaft gehört. Das tut er. Und dementsprechend halten wir uns das natürlich offen, ob er beginnen kann. Hängt auch natürlich ein bisschen davon ab, was ich am Anfang gesagt habe, was ist mit Sven, was ist mit Freddy, also nicht auf seiner Position, sondern grundsätzlich, welche Veränderungen können in der Mannschaft sein. Jamilo Collins ist wieder komplett im Training dabei, steht uns also auch wieder zur Verfügung. Ich gehe davon aus, dass es einige Änderungen im Kader geben wird und dementsprechend ist natürlich auch die Möglichkeit, in der Startelf zu ändern. Frank Beinecke legt nochmal nach. Ist Svante Ingelsen bereits eine Option für den Kader? Ja, ist er. Hat jetzt sehr, sehr gute Eindrücke gemacht in den Tagen, wo er da war. Man muss dazu auch sagen, dass er fast komplett durchgespielt hat, da die Saison da in Schweden ja gelaufen ist. Hat er keine Ruhephase gehabt und ist jetzt die ganze Zeit schon im Trainingsprozess drin. Und den Eindruck macht er auch, dass er sehr fit wirkt, sehr klar wirkt und dementsprechend natürlich auch eine Option für den Kader sein wird. Ja, dann gehen wir rüber zu Radio Hochstift. Da geht es eher um organisatorische Dinge. Also Martin, Fragen an dich. Können die Angaben bezüglich des Zuschauertests konkretisiert werden? Wie viele Leute sind beispielsweise am Montag genau im Stadion? Ja, also es werden nach der Corona-Schutzverordnung bis zu 300 Personen im Stadion sein. Aktuell sieht es nicht so aus, dass diese 300 ausgeschöpft werden. Von der Testseite ist es so, dass in den Räumlichkeiten des Hospitality-Bereiches die Gastronomie-Hinweise und Verordnungen gelten. Und es ist so, dass der Zuschauer oder der VIP-Gast sein Essen nicht mehr am Buffet holt, sondern es an den Tisch gebracht bekommt. Es wird definitiv keinen Alkoholausschank geben und weitere Hygienerahmenbedingungen werden eben sichergestellt. Dieses werden wir, wie gesagt, in allen drei VIP-Räumen gleich verteilt testen, um dann eben zu schauen, ob dieses dann auch für künftige Begegnungen so umsetzbar ist. Ja, Martin, die zweite Frage von Tobias Fennek hast du so ansatzweise schon mit beantwortet. Vielleicht noch nachlegen, wird auch die Körpertemperatur gemessen? Nein, die wird nicht mehr gemessen. Nach den neuen DFL-Hygienerichtlinien ist das Messen der Körpertemperatur sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Gäste nicht mehr vorgesehen.
Dann habe ich hier noch Peter Klute vom Westfälischen Volkspark. Gibt es schon einen Testspielgegner für die Länderspielpause im Oktober? Ja, Peter, den gibt es. Wir sind da auch in finalen Gesprächen, was die Veröffentlichung anbetrifft. Das wird Mitte nächster Woche der Fall sein. So, jetzt schaue ich nochmal auf meine Liste. Gibt es da noch weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Die Dinge sind, denke ich, ausreichend behandelt. Vielen Dank allen Teilnehmern der Pressekonferenz, insbesondere Steffen und Martin hier auf dem Podium. Uns allen ein angenehmes Wochenende und einen guten Start in den Montag mit einem hoffentlich erfolgreichen Spiel. Ach, ich habe noch eine Frage von Peter Klute, die gerade reinkommt. Die nehmen wir natürlich noch mit. Gibt es eine Maskenpflicht für Zuschauer und Journalisten? Bitte, Martin. Ja, so auf den Bewegungsflächen ist Maskenpflicht notwendig. Wenn man im VIP-Raum am Tisch sitzt, ist dieses nicht notwendig. Aber auf der Tribüne werden wir auch Maskenpflicht durchsetzen. Steffen, jetzt kommt Frank Beinecke nochmal hinterher. Also wir müssen doch ein Stück warten, bis das technisch hier alles vernünftig läuft. Herr Baumgart, Sie sprachen mögliche Veränderungen in der Startelf an. Welche Gedankenspiele gibt es? Gedankenspiele könnten auf der Außenbahn sein, was die Position von Kai Prüger angeht und Chris Führig, da könnte ein Wechsel vorliegen. Gleichzeitig wollen wir sehen, wie weit Sven, ich sag mal, die Pause jetzt, die er hatte oder die krankheitsbedingte Pause jetzt in der Woche hatte. Und da wäre Julian Justwan eine Alternative. Und dementsprechend wollen wir natürlich auch dann schauen, dass wir da die richtigen Jungs auf dem Platz haben. Aber das sind so die ersten Gedankenspiele, die wir haben. Ich fand, die Kette hat es gerade im defensiven Bereich meines Erachtens gut gemacht. Da müssen wir abwarten. Freddy Anou steigt heute eben mit dem Schlag auf seinen Knöchel heute erst wieder ins Training ein. Das heißt, der wird gleich dementsprechend nochmal einem Härtetest unterzogen, sodass wir dann noch den Samstag und Sonntag Zeit haben, da zu gucken. Das heißt, es gibt so zwei, drei Positionen, auf denen wir wirklich auch nicht nur gucken, weil wir von der Leistung her unzufrieden waren, weil das war nicht so, sondern wo wir einfach gucken, dass wir dementsprechend gut aufgestellt sind, was passiert mit den Jungs, die angeschlagen sind, und deswegen gibt es da diese zwei, drei Gedankenspiele für die Startelf am Montag. Ja, Steffen, vielen Dank für diese zusätzlichen personellen Einblicke. Jetzt warte ich nochmal 10 Sekunden, sonst müssen wir den Abbinder nochmal wiederholen. So, ich glaube, damit sind wir ausreichend unterwegs. Vielen Dank nochmal an alle und bis zum Montag. Dankeschön.